Moin, herzlich willkommen zurück hier zur nächsten Folge Let's Play LS17 Nordfriesische Marsch 4 Map Version 1.9 ohne Gräben. Ja, ich habe gerade Quatsch erzählt, ne? Ich habe, glaube ich, in der Folge heute Morgen gesagt, schaltet morgen wieder rein. Völliger Quatsch. Wie auch immer, wir sind hier am Sonntagnachmittag. Und, ja, super, das funktioniert mit den Kursen. Und, was ich jetzt hier mache, ich kombiniere jetzt gerade mal ein paar Kurse. Deshalb habe ich mir hier die Kreuzungspunkte anzeigen lassen. Und dann kann man nämlich, brauche ich nicht den kompletten Kurs neu machen, sondern ich nehme einfach bestehende Kurse und kombiniere die zu einem neuen Kurs. Das habe ich ja schon ein paar Mal gemacht. Ich mache jetzt mal Kursaufzeichnung beginnen. Fahre jetzt hier rüber. Ich muss für Feld 7, da habe ich komischerweise noch keinen Abfahrkurs. Sehe ich nicht. Aber dem ist so. Da kann ich jetzt auch nichts dran ändern. Nur eben gucken, wie wir am dümmsten hier aufs Feld raufkommen. Das machen wir am besten, machen wir das so. So. Und dann sage ich hier Stopp. Speichere es als F0702. So, und ihr seht, jetzt habe ich hier nur so einen Mini-Kurs aufgezeichnet. Den mache ich jetzt weg. Und jetzt lade ich Kurse. F0701. Der führt hier vom Feld bis zum Feld 6. Dann lade ich Feld 6 Diesel. Damit komme ich schon wieder zurück bis zu Feld 6. Und dann lade ich Feld 0702. Und damit komme ich dann hier hoch. Und das Ganze nenne ich dann Feld 07 Diesel. So, und dann kann ich hier diesen Kurs löschen und den auch. Ich kann das hier wegmachen. Ich kann mit meinem Vehikel hier ein kleines Stück zurückfahren. Und sage ihm dann, Fahrer einstellen, nächsten passenden Wegpunkt und auf Feld 7 suchen. So, und jetzt fährt er zum Drescher. Und tankt den dann hoffentlich ab. Da hinten wird es dann immer ein bisschen kritisch mit dem Abtanken. Ah, der MB-Truck steht hier noch auf halbem Feld. Ja, alles klar, logisch. So. Abfahrer entlassen. Den brauchen wir bei Feld 7 eigentlich nicht. Wobei, doch, wir holen uns den. Sieben Diesel. Wir sagen ihm eben auch, er soll auf Feld 7 suchen. Und jetzt haben wir ihn da erstmal in die Nähe. Und dann lassen wir ihn mal machen. Das wird schon. Ja, wir haben ja gerade so ein bisschen Stillstand. Das ist ein bisschen ärgerlich, aber wird schon werden. Klaas Axion 800, durchdrehende Reifen. Das ist bestimmt hier oben. Ist bestimmt gegen Baum gefahren oder so. Hier vom Feld fahren wir auch jetzt gar nicht erst zum Hofsilo, sondern wir bringen es direkt zur Raffinerie sozusagen. Achso, muss natürlich immer sagen, erster Punkt gerade anfahren, aktivieren. So. Wo ist mein anderer Abfahrer hier? Da ist er. Lassen wir mal so. Den nehmen wir auch mal kurz raus, damit wir hier eben einmal vernünftig abbunkern können. Das wird nämlich sonst nichts.
einmal abbunkern, bitte. Abfahrer einstellen. Na los, nun fahr. So. Ist auch leer. Wir sitzen hier nochmal ab und an. Gut, okay. Lass uns mal. Lass uns mal so da stehen. Ja, okay. Der ist richtig. Der ist auch richtig. Der ist auch richtig. So, irgendwo stehen jetzt hier ganz viele. Denn ich bin hier auf Feld 32. Oh, was ist das denn? Ja, ein Loch ist im Eimer. Das ist ja cool. So, jetzt muss ich erstmal meinen Abfahrer suchen, der hier oben an Feld 26 umoxidiert. Da ist er. Ah, das bringt nichts, wenn ich den mache. Ich muss ihn hier zurückfahren. Hat sonst, glaube ich, gar keinen Wert. Das wird aber schon. Ja. Jetzt ein bisschen stressig gerade, aber ansonsten alles easy. Schnell mal eben abbunkern. Nein. Schön, der läuft. Wir suchen uns jetzt hier einen Weg zum Abfahren. Ich glaube, ich weiß, wie ich da fahren muss. Quatsch. Muss ich auch voll mit Fruchtzerstörung leider fahren. Habe ich eigentlich gar keinen Bock drauf. Also was heißt mit, ich muss nicht mit Fruchtzerstörung fahren, aber ich muss voll durch die Frucht fahren, weil ich ja einen Platz haben muss, an dem ich alles erreichen kann. Hier auf dem Feld. Also ich muss also mindestens hier auf diesem Level muss ich losfahren. Was ich jetzt auch noch eben mache, ich probiere was aus.
jetzt hier einfach quer durch. Fahre dann hier rüber. Gucken, ob das geht. Ich befürchte, dass es nicht geht. Fahre dann hier lang. Hier rum. Gucken, ob das geht, dieser Abfahrkurs. Bezweifle es, aber ich probiere es aus. Und da geht's wieder vorwärts. Und dann hier lang. Hält 26. Ah ja. Ja, mal gucken. Gucken, ob das klappt. Er soll Eier suchen auf Feld 26. Ja, ersten Punkt gerade anfahren. Richtig. Mal gucken, wie viel Ärger wir uns da einhandeln mit diesem Kurs. Der ist schon wieder voll. Das ist nicht so schön. Das dauert mir hier alles ein bisschen zu lange. Dafür ist jetzt gerade ein bisschen viel zu tun. Das Feld ist aber auch groß. Wird jetzt hier noch öfter passieren, dass er... Da muss ich auch wieder von Hand abtanken. Zurück. Und einmal abtanken, bitte. Oh. So, schön, danke, schönen Tag, schönen Weg. Kurs beginnt am ersten Wegpunkt.
ja. So, ich hab doch gesagt, erster Wegpunkt gerade anfahren. Ja, du kriegst dich mal wieder ein. So. Ja, ich möchte das jetzt noch mal eben gucken, ob er das hinkriegt da. Den Abfahrer zu machen. Ich meine, der Drescher ist eh gleich schon wieder voll. Aber ich muss eben gucken, ob der Kurs funktioniert. Wenn nicht, ey, drehe ich durch. Nein, ich drehe nicht durch. Ja. Jetzt wahrscheinlich auch ohne Rückwärtsfahren machen können. Gut, der hat die Abfahrt nicht erkannt. Ja, das war ja auch so irgendwie, ne? Nur von der anderen Seite oder so. Hatten wir schon mal. Ich hab das ja schon mal irgendwie automatisiert, meine ich. Und es funktionierte nicht. Egal. Das dauert. Hauptsache, er kippt das da ins Silo. Alles andere ist mir eigentlich schon relativ egal. Außer, dass der Drescher schon gleich wieder voll ist. Nachher haben wir ja hier drei Abfahrer. Ja, das funktioniert. Schön. Schön, wenn er jetzt nicht ganz leer wird. Schade. Fahren würde ich gerne noch mal eben sehen. Dann hole ich hier den zweiten Drescher her. Und dann war's das für heute, für diese Folge, fürs Wochenende. Weit weg vom Hof. Achso, habe ich euch jetzt schon Tschüss gesagt? Nee. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst einen Kommentar, ein Like oder ein Abo. Falls ich das jetzt zweimal gesagt habe, ich bin einfach durcheinander gerade, verwirrt, warum auch immer. Ja. Sonntagnachmittag, morgen gibt es eine neue Ausgabe. Nächstes Wochenende keine Livestreams, bin ich nicht da, habe ich keine Zeit. Ja. Aber das Wochenende danach bestimmt nochmal. So, wir gucken mal, fahren jetzt mal hier durch den Deich. Cool. Wir gucken mal, dass wir jetzt hier möglichst unfallfrei Feld 26 kommen. In diesem Sinn sage ich erstmal ciao.